Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Brötchen und so und mal wieder zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet alle erholsame Feiertage und vor allem ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugelegt und seid jetzt auch bereit für dieses Video hier. Denn 2015 neigt sich langsam dem Ende und 2016 beginnt. Und da habe ich mir persönlich mal so ein paar Gedanken gemacht, was ich denn so nächstes Jahr hier auf YouTube machen kann. Denn immer so diese typischen Commentaries sind natürlich auch auf die Zeit hin langweilig. Und dann, jeder hat einfach ein Format und da habe ich mir auch mal so ein paar Gedanken gemacht. So bin ich nun auf den Entschluss gekommen, dieses Format hier zu starten. Und wie heißt dieses Format? Ja, wie im Titel schon gelesen, Zurück in die Kindheit. Doch was steckt dahinter? Was ist Zurück in die Kindheit für ein Format? In diesem Format greife ich mal auf alte Spiele zu, beziehungsweise nehme irgendwelche verstaubten Spiele bei mir aus der Ecke und packe sie mal wieder in die PS3, in die PS2, in die PS1 oder sogar vielleicht ins Nintendo 64. Denn in diesem Format meine ich mit Zurück in die Kindheit, dass ich einfach mal Spiele aus der Kindheit spiele. Beispielsweise im Battlefield 2 oder Bad Company 2 oder Bad Company 1 vor allem. Das heißt, ich werde mal so alle Spiele durchgehen. Ich versuche dieses Format über das ganze Jahr zu halten. Das heißt, dass ich immer mal wieder da ein Spiel finde oder dieses Spiel nehme oder was auch immer ihr gerade wollt. Ihr könnt Vorschläge machen und dann spiele ich es gerne mit euch zusammen. 2016 werde ich beginnen mit Call of Duty und Battlefield. Wer hätte es anders gedacht? Bei Call of Duty und Battlefield jedoch werde ich erst ein bisschen später beginnen. Das heißt, ich fange nicht gleich mit den allerersten Battlefields oder CODs an. Also ich fange mit dem dritten COD-Teil an, und zwar mit World at War, und fange auch erstmal nur mit Bad Company 2 an. Denn es soll auf jeden Fall erstmal mich zurück in die Kindheit bringen, denn ich habe damals natürlich auch erst, also ich bin damals angefangen mit Bad Company 2, denn ich bin jetzt auch nicht so der Älteste und habe damals schon Battlefield gespielt. Ich gebe zu, ich habe damals mal Battlefield 2 oder ich weiß gar nicht, welches Battlefield das war, ich glaube der zweite Teil, von meinem Vater geklaut. Er hatte dieses Spiel für die PlayStation 2 und dann habe ich es einfach mal gespielt, so heimlich. Aber so ansonsten hauptsächlich Bad Company 2 als erstes. Wobei man sagen muss, dass ich sogar mit COD eher angefangen bin als mit Battlefield. Ich bin damals mit World at War und Modern Warfare 1 angefangen. BO1 war auch noch da am Start und ja, ich war damals wirklich ein Call of Duty Kind. Ist nun mal so und deswegen darauf ein Hurensohn. Ich habe jetzt noch gar nicht genau gesagt, wie das denn ablaufen wird. Ich gehe, wie gesagt, in ein älteres Spiel rein, beispielsweise jetzt in Bad Company 2, spiele dort entweder die Kampagne oder den Multiplayer und erzähle euch etwas über dieses Spiel und versuche es euch vor allem dann auch wieder schmackhafter zu machen, ja. Denn alte Spiele haben auf jeden Fall auch irgendwie so einen Wert, das ist einfach geil, ja. Alte Spiele wirklich machen mir persönlich auch mehr Spaß, auch ich mag ja, oder ich bin ja quasi ein Anti-Call of Duty seit Ghosts. Ihr braucht mich nicht mehr mit Call of Duty locken. Und dann, wenn man sich dann so die alten CODs anguckt, das ist einfach geil. Vor allem, ich liebe ja auch diesen Militär-Shooter oder diese Militär-Art. Und das ist ja mittlerweile in den neuen Call of Duty-Teilen so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Und deswegen, ja, freut euch einfach drauf. Also, das Jahr 2016 beginnt mit dem Format Zurück in die Kindheit. Freut euch dort auf jeden Fall drauf. Haut jetzt am besten schon mal in die Beschreibung so ein paar Spiele, die ihr auf jeden Fall auch sehen wolltet. Auch wenn es jetzt nicht im Shooter-Bereich ist. Zum Beispiel, ich will auch unbedingt Mario Kart von dem Nintendo 64 spielen. Und das war wirklich mein Hauptkindheitsspiel, denn ich habe natürlich nicht nur Ballerspiele gespielt, beziehungsweise durfte es ja auch gar nicht eigentlich. Und dann ist man mit der Nintendo 64, bin ich persönlich groß geworden. Und das war echt die geilste Zeit des Lebens, wirklich. Ich war alles geil. Vom Kindergarten oder eine Runde Nintendo 64, war einfach geil. Wie es dann mit dem Aufnehmen klappt, weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall hier noch eine Nintendo 64 und auch die ganzen Spiele noch, aber das Aufnehmen ist natürlich sehr schwer. Vielleicht hole ich mir auch dann einfach so einen Emulator und spiele es auf dem PC, das ist ja dann eigentlich einfacher. Oder ich muss sehen, weil so ein Bildschirm abfilmen mit einer Kamera, das ist ja wirklich scheiße. Da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. Vielleicht habt ihr da ja auch ein paar Tipps. Auf jeden Fall beende ich dann dieses Video hier mit diesen Worten. Ich wünsche euch ein schönes und frohes neues Jahr. Feiert schön rein, trinkt nicht und kifft nicht zu viel. Ich glaube, meine Birne wird auch weg sein. Ihr wisst, wie es läuft.
mit diesen Worten, ich wünsche euch ein schönes Jahr. Das war 2015. Das war mein letztes Video dieses Jahr und frohes neues Jahr.